Warum höre ich die Schritte nur einer Person? Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Chiffre zu lernen. Also hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie man sie entziffert, Lorat. Denn ihr seid jetzt der letzte Horadra. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horadren hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würde, zu der ich werde. Schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch, an Dorman. Ihr wart keine allwissenden Horadren. Ihr wart verbittert. Unsicher. Aber ihr wart immer wahre Freunde. Daran halte ich fest. Denn es gibt noch so viel zu tun. Eure Unvollkommenheit gab mir Hoffnung. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. Um uns ihm entgegenzustellen. Und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen gestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen. Um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht erneut. Wünscht mir Glück, Lorat. Wenn alles so kommt, wie ich es mir erhoffe, werden wir uns niemals wiedersehen.
Ja, einen guten Abend oder guten Morgen, guten Mittag, wer das Video jetzt hier noch zuletzt schaut. Ja, das war jetzt die Story von Diablo 4. Ich habe versucht, jedes Video mitzunehmen. Ich hoffe, den einen oder anderen hat jetzt die Videoreihe da gefallen. Es war auch wirklich ein bisschen anstrengend immer, denn wenn man ein Video findet, mit dem nächsten Charakter dann dahin zu gehen und natürlich das Video dann auch aufzunehmen. Es gab auch Situationen, da ist leider dann das Video dann nichts geworden. Es gibt natürlich hier auch auf YouTube sicherlich die Videos nochmal in 4K oder sonst irgendwas. Aber es ist wirklich eine geile Story. Also es gibt Momente, da denkst du dir so, boah, Junge, Alter, krank. Aber das ist halt Blizzard, das ist klar. Und ja, das ist die Frage, wie geht's weiter, wa? Lilith ist tot. Aber, sag ich mal, noch schlimmerer Gegner ist er jetzt im Stein. Und irgendwann glaubt man schon, dass der aus dem Stein wieder ausbricht. Weil es gab ja auch davor ein Video am Lagerfeuer. Sei dir sicher, dass wir irgendwann verfeindet werden. Und der Wolf hat ja immer nur gesagt, ich biete nur meine Hilfe an, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass halt da noch DLCs kommen, wo es dann weitergeht mit der Story. Also da kann man sicherlich davon ausgehen, dass es da noch irgendwie weitergeht. Gab es ja auch wie bei Diablo 2, 3 und sowas DLCs, wo dann ein bisschen die Story weiterging. Und es war wirklich viel. Es gab auch Situationen, da bist du komplett an die Decke gesprungen, gestorben, wo du vorher gegen Elite gekämpft hast, die du vorher platt gemacht hast. Danach genau der gleiche, der bringt dich ja wieder um. Und oh, das war. Die ganzen Charaktere, die ihr jetzt auch in den Videos gesehen habt, waren alles keine Hardcore-Charaktere, weil auf Hardcore wäre es mir einfach zu stressig gewesen. Und auch entspannt auf Weltstufe 1. Aber selbst auf Weltstufe 1 waren Situationen, da denkst du dir so, ob du Weltstufe 4 spielst. Aber ja, das war schon wirklich viel, viel Aufwand. Das Video hier wird jetzt sicherlich noch ein paar Minuten dann noch laufen. Wer möchte, kann sich das halt noch bis zum Ende noch anschauen oder auch nicht, denn ja. Sonst sage ich danke für die ganzen Videoklicks, die gerne da mal reingeschaut haben oder sich auch meine Videoszene vielleicht diese übersprungen haben, nochmal angeschaut haben. Danke natürlich auch für die Follower, die dazugekommen sind bei meinem kleinen YouTube-Kanal. Sonst bin ich natürlich auch noch auf Twitch unterwegs, aber ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich auf Kick überwechseln. Also da wird es dann vielleicht auch nochmal eine Info geben, ob ich von Twitch auf Kick gehe, weil Twitch ist einfach die Anforderung da ein bisschen sehr hoch, um da irgendwie jetzt doch mal einen größeren Kanal zu kriegen. Und ich bin hier nur so ein kleiner Hobbyzocker, der gerne mal Videos macht, auch natürlich aufwendigere Videos. Das waren jetzt natürlich alles nur Ingame-Videos, also da soll man jetzt nicht davon erwarten, dass da große Effekte sonst was alles ist. Das habe ich jetzt den Aufwand dafür nicht gemacht. Sonst, wenn man die Videos natürlich noch besser angucken will, schaut auf YouTube hier. Gibt es sicherlich die Videos auch in 4K, da kann man sich alles auch nochmal anschauen. Aber ich finde, da fehlt das Feeling, weil man da nicht wirklich selber mit drin war und das gemacht hat. Und ja. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts wirklich weiter. Ich habe ja schon gesagt, danke für das Anschauen der Videos und ich bin gespannt halt, wie es weitergeht. Bei Lilith ist tot, der Gott, sage ich mal, ist ja auch eigentlich jetzt tot. Man weiß es ja nicht, wie es jetzt so weitergeht. Der Sohn ist tot von Lilith. Es gibt natürlich jetzt endgame-mäßig noch viele Sachen wie der Baum und natürlich sein Gear aufleveln und auf Level 100 kommen und sowas. Das gibt es natürlich alles noch, aber es wird sicherlich auch irgendwann weitergehen, weil es gab ja schon auch einen Stream von Blizzard,
Und auch Data Mining, wo im Qualstufe 5 ist, gibt es da schon neue Steine und so was, alles Mögliche. Und ja, da ist man gespannt. Viele haben natürlich das Game einfach nur durchgerusht, vielleicht in 2 Tagen, wenn überhaupt, durchgerannt oder sogar in 1 Tag durchgerannt. Auch mal viele, sage ich mal, Tricks genutzt, mit anderen Leuten das durchgezogen. Ich habe jetzt wirklich alles solo gespielt. Mir auch wirklich Zeit gelassen, auch jede Filmsequenz geschaut, wo halt was ist, ob sich das jetzt lohnt. Es gibt ja sehr viele Videos, die nur ganz kurz sind. Wir sind jetzt, ich glaube, bei 32, 33 Videos insgesamt hier in der Playlist. Und ja, es war doch schon viel. Ab und zu hatte ich ein paar ganz kleine Sachen nicht mitgenommen. Aber das meiste, was alles dabei ist, was wirklich wichtig ist und um vielleicht auch die Story zu verstehen und so alles, kann man sich ja gerne nochmal anschauen, wenn man da Lust hat. Und ja, die Playlist werde ich noch ein bisschen anpassen. Da werde ich dann immer noch so machen, dass natürlich immer das nächste Video dann direkt schon läuft. Also die Reihenfolge und so stimmt schon so, wie es jetzt da ist. Wer da gerne Bock hat, kann sich das gerne anschauen nochmal. Und ja, mehr muss ich nicht sagen. Ich muss nicht in die Länge ziehen. Das Video wird jetzt hier noch etwas länger dauern, der Abspann. Der geht wirklich extrem lang. Also ja, ich sag ciao und vielleicht bis zum nächsten Stream oder nächsten Video. Oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne adden. Einfach hier unter dem Video mal den Blizzard-Namen vielleicht schreiben oder wenn man da Bock hat. Dann kann man gerne auch mal zusammen zocken. So, ich bin jetzt raus und ciao.
Mhm.